Hallöle, ihr Lieben, und ein fröhliches Weihnachtsfest wünscht das Mad-Eye. Was habe ich euch heute mitgebracht? Ich habe einmal mich als Zeichner versucht und mehr schlecht als recht eine Christmas Zelda gezeichnet. Ja, sieht ein bisschen nach Kinderzeichnung aus, aber da müsst ihr jetzt mit leben. Und passend dazu habe ich euch eine Zelda-Weihnachtsgeschichte mitgebracht, die ich euch jetzt einmal vorlesen werde. Weihnachten in Hyrule. Vor etwa einem halben Jahr wurde die Verheerung Ganon, die Hyrule für 100 Jahre im Würgegriff gehalten hat, bezwungen und Prinzessin Zelda von der Last des hundertjährigen Kampfes gegen die Bestie befreit. Da es nun keine Blutmonde mehr gibt, ist die Zahl der Monster in diesen 6 Monaten deutlich zurückgegangen und Hyrule schaut einem relativ sicheren Winter entgegen, so dass unsere Helden sich eigentlich eine Auszeit nehmen könnten. Eigentlich. 24. Dezember, 11 Uhr in Hateno. Zelda, Link, Pura und einige Sheikah haben sich im Hateno-Institut eingefunden, denn Zelda hat ihnen eine Idee vorzuschlagen. Also, Link und Pura, ihr erinnert euch doch noch, dass wir früher am Jahresende immer kleine Geschenke an die Kinder in der Hauptstadt verteilt haben. Link nickt. Pura antwortet: Ja, könnte sein. Ich war eigentlich mit anderen Sachen beschäftigt. Worauf willst du hinaus? Also, ich habe mir das so überlegt. Die letzten 100 Jahre gab es für die Kinder deutlich zu wenig Spaß und Freude. Und ich dachte, wir könnten diesen Brauch wiederbeleben und Geschenke an alle Kinder in Hyrule verteilen. Was? Platzt es aus Pura heraus. Alle Kinder Hyrules? Weißt du eigentlich, wie viele das sind? Die Prinzessin überlegt, tippt einen Moment auf ihrem Schiekerstein herum, kratzt sich am Kinn und antwortet vorsichtig: 42? Puras entsetztes Gesicht friert kurz ein. Dann wird sie wieder ruhiger. Ach ja, stimmt. Sind ja irgendwie ziemlich wenige. Dann könnte es gehen. Aber wie willst du es anstellen? Wenn die Wetterprognose stimmt, sind wir ab morgen ziemlich eingeschneit. Zelda antwortet: Ja, ich dachte daran, mit Hilfe des Schiekersteins und der ungefähr 1000 Wächtertrümmer da draußen. Übrigens, danke dafür, Link. Link grinst. Also, dass wir ein Gerät bauen, mit dem wir das bis morgen früh hinbekommen. Tja, antwortet Pura, das ist eine Menge Arbeit in kurzer Zeit. Aber sag mal, wenn's darum geht, in einer Nacht um die halbe Welt zu reisen, warum fragt ihr nicht einfach diesen durchgeknallten Kilton? Link muss sich ein Lachen verkneifen, bei dem Gedanken, dass ausgerechnet Pura, also eine 124 Jahre alte Zehnjährige mit einer Affinität zum Zerlegen und Umbauen von Mördermaschinen, jemanden für durchgeknallt hält. Dann fällt ihm ein, dass er vielleicht besser antworten sollte. Zelda wedelt mit der Hand vor seinem Gesicht herum. Hallo? Jemand zu Hause? Das gibt's doch nicht. Link, wo du doch sonst so eine Plaudertasche bist. Naja, okay, also Link hat mir gesagt, dass Kilton das Land verlassen hat, weil es hier kaum noch Monster gibt. Also den können wir abschreiben. Pura überlegt dann kurz. Link und Zelda schauen sie erwartungsvoll an. Dann ruft sie laut aus: Katschika! Ja, das wird funktionieren. Simin, komm mit, wir haben zu tun. Wir müssen ein Fahrzeug und zwei neue Stasismodule bauen. Link, du musst uns Zugtiere besorgen, so 8 oder so. Und Prinzessin, du besorgst die Geschenke und am besten besorgst du dir passende Kleidung für den Trip. Gesagt, getan. Eifrig machen sich die drei ans Werk. Eigentlich vier, fällt mir gerade auf. Ups. Hateno, 16 Uhr. Link hat eine Herde Hirsche zum Institut gebracht. Ist etwas außer Atem und knabbert an einer Fit-Karotte. Pura kommt heraus. Hirsche? Ich hatte jetzt eigentlich an Pferde gedacht. Zelda kommt hinzu mit einem großen schweren Sack, den sie mit dem Magnetmodul vor sich herschweben lässt. Link möchte antworten, hat aber den Mund voller Karotten, also antwortet Zelda für ihn. Dann hättest du ihm das sagen sollen. Außerdem, wo hätte er denn bitte 8 Pferde auftreiben sollen? Es passen doch nur 5 in den Stall. Auch wieder wahr, antwortet Pura. Aber mit den Hirschen müsste es auch klappen. Also schaut euch das mal an. Pura präsentiert ein aus Wächterbauteilen abenteuerlich zusammengetackertes Fahrzeug, das grobe Ähnlichkeit mit einem Schlitten hat.
Wunderschön, Pura, murmelt Zelda. Aber warum genau hat es Kurven und keine Räder? Aber Hoheit, ist das nicht offensichtlich? Es muss in der Wüste landen können. In Tabanta, in Akala, in Eldin und Ranel. An vielen dieser Orte kommst du mit Rädern einfach nicht weiter. Katschika! Also, lass mich erklären, wie es funktioniert. Link, ich borg mir mal dein Parasegel. Pura nimmt dem Helden das Parasegel ab, der immer noch schweigt und verzweifelt versucht, nicht an einer Karotte zu ersticken. Sie montiert das Segel am Schlitten und erklärt: Also, es geht so. Ihr drückt auf diesen Knopf hier, dann versetzt ihr das ganze Ding in Stasis, dann treibt ihr die Zugtiere an, wartet und sobald die Stasis vorbei ist, wird der Schlitten mit Vollgas wham, losgeschossen und fliegt quer durch ganz Hyrule. Und dank dem Parasegel kommt ihr heil und sicher an. Also, in der Theorie. Die Rechenmaschine hat ein paar Warnungen ausgespuckt, die ich nicht ganz kapiere, aber ihr schafft das schon. Etwas verunsichert hakt Zelda nach. Was für Warnungen? Boah, diese Details immer. Also gut, Pura liest die Warnung vor. Warnung, es kann zu Frame-Einbrüchen, Lags und Systemabsturz der WIIU führen. Ich habe keinen Dunst, was eine WIIU ist. Und der Rest verstehe ich auch nicht. Also denke ich mal, das können wir ignorieren. Beim Test ist nichts Schlimmes passiert. Also spannt die Hirsche an und dann könnt ihr starten. Wo ist mein Geschenk? Zelda plötzlich geschockt erwidert: Dein Geschenk? Ja klar, du sagtest, du willst alle Kinder Hyrules beschenken. Ja, aber du bist 124 und nur im Körper eines Kindes. Und du hasst es, wenn man dich für ein Kind hält. Pura bläst die Backen auf. So ein Blödsinn! Wenn alle Kinder Geschenke kriegen, will ich auch eins. War ja nur ein Scherz. Hier ist dein Geschenk. Aber mach es erst morgen auf, wie alle anderen auch. Grinsend überreicht Prinzessin Zelda eine etwa fußballgroße, in Geschenkpapier eingeschlagene Kugel. Pura nimmt sie aufgeregt entgegen und gibt ein freudiges Katschika von sich. Dann beginnt die Mission Geschenkeverteilung. Kakariko, 17:30 Uhr. Der erste Flug mit dem Stasis-Schlitten verlief etwas holprig. Bei der Handlung sind zunächst alle Hirsche durchgegangen und Link musste sie wieder einfangen, was ein wenig Zeit gekostet hat. Außerdem hat Zelda festgestellt, dass das Stasis-Modul während des Fluges den Abkühl-Countdown mit einem sehr merkwürdigen Ton meldet. Klingt fast wie Glöckchen. Nun schleichen Link und Zelda in Ninja-Kostümen auf das Dach von Impas Haus, um heimlich die Geschenke abzuliefern. Psst, sei leise, Link. Die Sheikah sind selbst die besten Einbrecher in ganz Hyrule. Die werden uns schnell bemerken. Link nickt. Dann bricht er durch das dünne Dach und landet in einem Zimmer in der Dachkammer. Payas Zimmer. Paya, die sich gerade schlafen legen wollte, schaut Link kurz verdutzt an. Dann grinst sie. Link? Oh, ich liebe diesen Traum. Schnell, komm zu mir, bevor ich aufwache. Sie zieht ihr Nachtgewand aus und präsentiert sich dem völlig verdatterten Link so, wie die Göttin sie geschaffen hat. Dann steigt Zelda in das Zimmer hinunter und ist noch verwirrter. Was ist denn hier los? Paya erstarrt wie von Farodra getroffen. Prinzessin? Dann ist das gar kein Traum? Paya wickelt sich schnell in die Bettdecke ein und rollt danach auf dem Boden herum und stammelt nur noch: Peinlich, 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 ich sterbe! Zelda lässt noch ein Geschenk für Paya da und zieht Link an einem Seil mit sich nach oben und schleift ihn zum Schlitten zurück. Wieder im Schlitten sitzend will Link gerade etwas sagen, aber Zelda schneidet ihm sofort das Wort ab. Ich will nichts hören. Und iss weniger Bananen, du wirst zu schwer. Soradorf, 18:15 Uhr. Eine Katastrophe, König Dorephan. Jemand hat kleine Päckchen in die Zimmer aller Kinder deponiert. Das muss ein dreister Anschlag der Hylianer sein. Der König der Soras reagiert gelangweilt auf seinen Berater. Ach, Musu, hast du schon wieder vergessen, dass die Hylianer wieder unsere Freunde sind? Ehrlich, ich glaube, es wird höchste Zeit für dich in den Ruhestand zu gehen. Wo steckt eigentlich Sidon? 19 Uhr. Irgendwo im Hochland von Tabanta. Link und Zelda sind ein wenig erschöpft, weil sie gerade Geschenke in allen Orninestern deponiert haben. Und das war eine Menge Kletterei. Und für Kletterausrüstung ist es eindeutig zu kalt.
Wortlos gehen die beiden zurück zum Schlitten und kauen beide auf Ausdauerpilzen herum, als sie im Schnee ein einsames Kind entdecken. Zelda geht auf das Kind zu. »Hey, Kleines, was machst du denn um diese Zeit hier draußen? Und du bist ja ein Ischilianerkind, wie kommst du überhaupt hierher?« Das Mädchen antwortet mit zittriger Stimme, »Ich muss heute noch meine Feuerpfeile verkaufen, sonst bekomme ich großen Ärger, aber in der Stadt wollen sie mich nicht haben.« Zelda ist bestürzt. »Also wirklich, wer schickt denn ein kleines Kind in so einem Wetter auf so ein bescheuertes Unterfangen?« Der Anflug eines Lächelns gleitet über das Gesicht des Kindes, und es antwortet, »Meister Koga!« Zelda ist zu verdutzt, um zu reagieren, als der Jägerkiller seine Verkleidung abwirft und ein Dolch auf Zeldas Brust zurast. Zelda rechnet jeden Moment mit dem beißenden Schmerz, dann macht es Klick und der Killer erstarrt in gelblichem Licht. Zelda schaut sich um und sieht Link, der einfach seinen Schikastein auf den Killer richtet und ihn 14 Mal leicht mit dem Finger antippt. Dann löst sich die Stasis auf. Und der Killer wird in die Luft geschossen, wie von einem Katapult. Zelda schaut zu Link. Danke. Als die beiden sich wieder in den Schlitten setzen, sagt sie noch, du bist ja manchmal wirklich heldenhaft und wirklich zu was Nütze. Sie gibt Link einen Kuss auf die Wange, dann aktiviert sie den Schlitten Richtung Gerudo. 19.45 Uhr in der Gerudo-Wüste. Das Abliefern der Geschenke verlief dieses Mal reibungslos. Weniger reibungslos verlief die Bewegung durch die Wüste selbst. Da Link Gerudo-Stadt nicht betreten darf, wartet er am Schlitten und sieht eine bibbernde, durchgefrorene Prinzessin auf sich zukommen, die sich wüstentauglich knapp angezogen hatte. Du hättest mir wirklich sagen können, dass es hier nach Sonnenuntergang eiskalt wird. Sie zieht sich derweil ihren roten Wintermantel wieder an. Jetzt schnell nach Koronia. 20.30 Uhr an den Hängen des Todesberges. Zelda ist völlig am Ende. Sie hat sich im Wintermantel über den Berg gequält, nachdem sie die leichteren Sachen vor Wut aus dem Schlitten geworfen hatte. Es gab beim Abliefern der eisernen Geschenkpakete, sie mussten schließlich feuerfest sein, auch diesmal eigentlich keine Probleme, abgesehen von der Hitze. Zelda lässt sich in den Sitz des Schlittenfallens und fächelt sich mit der Hand etwas viel zu heiße Luft zu. Sag nichts, Link. Sag einfach nichts. 21.30 Uhr, wieder in Hateno. Link macht sich gerade auf den Weg nach Hause. Zelda begleitet ihn. Das lief jetzt alles etwas holprig, aber wir haben es geschafft. Die Prinzessin lächelt. Aber sag mal, Link, ist dir eigentlich aufgefallen, dass keiner unserer Freunde, außer Paya, und darüber möchte ich nie wieder sprechen, zu Hause war? Ist doch schon merkwürdig. Link nickt und will gerade die Klinke seiner Haustür drücken, als ein lautes »Überraschung« aus vielen Kehlen ertönt. In Links Haus stehen Sidon, Königin Riju mit einem schiefsitzenden Donnerhelm, Junobo der Gorone, Theba der Ornikrieger und auch Pura und Robello, die antiken Forscher. Zelda und Link stehen da und bringen keinen Ton heraus. Also ergreift Prinz Sidon das Wort. Paya hat uns erzählt, was passiert ist, und dann haben wir Pura gefragt, was das Ganze soll. Und dann haben wir entschieden, dass wir uns hier für eine kleine Party versammeln, wenn ihr euch schon so viel Mühe gebt. Mit dem Teleporter geht das ja auch ganz schnell. Warum habt ihr eigentlich nicht einfach den Teleporter benutzt, sondern diese halsbrecherische Schlittentour gemacht? Link und Zeldas Blicke wandern zu Pura. Die nippt an einer Tasse Tee und sagt, das habe ich ganz vergessen. Das war meine kleine Zelda-Geschichte und ich wünsche euch weiterhin noch frohe Weihnachten. Ciao, ciao.